Howdy Leute! So, heute mal ein etwas anderes Thema. Wir werden heute nicht über irgendwelche Guides oder irgendwelche Tipps sprechen oder irgendwelche Waffen oder sonstiges, sondern heute möchten wir über ein Problem sprechen oder ich möchte darüber sprechen, wo wir vor 3 Tagen, war es glaube ich, bei Twitch im Stream auch darüber gesprochen haben mit ein paar Leuten. Und das persönlich für mich ein großes Problem ist und ich weiß für viele anderen auch. Und ich möchte dieses Video heute nutzen, das Problem einmal zu beschreiben, was man meiner Meinung nach dagegen machen könnte. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr eure Vorschläge in die Kommentare schreibt, wie ihr dieses Problem lösen würdet. Ich möchte dann versuchen, das Video bei Twitter, also dass ich da vielleicht Bungie Deutschland markieren kann oder so, auch wenn es vielleicht nichts bringt, ich möchte es einfach trotzdem machen, weil das ist mittlerweile, finde ich, ein sehr großes Problem und zu wenig Leute sprechen darüber. So, worum geht es? Unser Problem oder mein Problem und das von vielen anderen ist einfach der Platz des Tresors. So, wir spielen hier einen Looter und ja, ich weiß, Destiny hat RPG-Anteile etc. pp., aber der Kern des Spiels bleibt immer noch ein Looter-Shooter. So, wir töten was, wir heben was auf, wir sammeln das, wir packen das irgendwo hin, wir gehen wieder los, wir töten was und heben das wieder auf und sammeln das. So, das ist das Prinzip. Looten, looten, looten. Immer und immer wieder. So, und natürlich werden wir auch immer und immer und immer mehr Platz dafür brauchen. Das Ganze wäre jetzt gar kein Problem, wenn es nicht so wäre, dass es gewisse Waffen gibt. Also ihr seht das jetzt, also hier wird heute nicht irgendwie großartig Gameplay laufen. Ich möchte, dass wir uns auf das Gesprochene konzentrieren und nicht auf das Visuelle. Deswegen habe ich mich bewusst dagegen entschieden, jetzt irgendwelche Gameplays da im Hintergrund zu laufen, sondern einfach die Kommunikation ist gerade hier das Wichtige. Auf dem Bild, das nehmen wir jetzt einmal als Beispiel, aber sieht man ja, da sind gesunsettete Sachen. Zum Beispiel meine Duke Type 44 oder meine Besserer Teufel. Das sind so Sachen, die man als Destiny-Liebhaber, gerade von Hand kennend, so wie ich das bin, kann man die nicht löschen, weil wir können sie nie wiederbekommen. Und man kann gesunsettete Sachen, kann man auch in den meisten Aktivitäten noch spielen. So, weil wir haben viele Aktivitäten, wo das Power-Level eben nicht höher ist, wie das der gesunsetteten Waffen oder Rüstung oder wie auch immer. Und man kann das da spielen. So, und viele haben Erinnerungen an diese Waffen, viele mögen diese Waffen. Es war für viele vielleicht die Lieblingswaffe oder sonstiges. So, zum Beispiel bei mir Vertrauen. So, ist eine gesunsettete Handcannon. Habe ich mega gerne gespielt und spiele ich auch heute noch manchmal gerne, wenn ich in irgendeinen Content reingehe, wo ich gesunsettete Sachen spielen kann. So, das heißt, wir haben jede Season, und das hat mich so sauer diesmal wieder gemacht. Ja, ich bin jetzt auf 452 von 500, aber ich bin eigentlich dauerhaft auf 499 und ich musste mich im Stream von ein paar Sachen trennen, von denen ich mich eigentlich nicht trennen will. Weil das Problem ist ja auch folgendes: Es ist ja nicht so, dass wir von jeder Waffe ein Exemplar in den Tresor legen können und dann sind wir durch damit. Nein, das geht eben nicht, weil wir haben meistens immer schon mindestens 2 Walls. Wir haben die Waffe einmal als PvE-Wall und wir haben sie als PvP-Wall. In den wenigsten Fällen spielt man in beiden Aktivitäten den gleichen Wall. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, wenn man eine Handcannon nimmt oder sonstiges. Ja, es gibt sicherlich Waffen, da funktioniert das. Zumindest ist, wenn der Wall im PvP stark ist, kann das im PvE auch funktionieren. In leichten Aktivitäten, sag ich mal, oder in den normalen Aktivitäten. Wenn man aber sowas wie Spitzenreiter spielt oder einen Lowman-Raid oder man spielt irgendwie was Solo, Flawless, wie auch immer, braucht man ganz oft eine andere Variante der Waffe, weil es dann einfach sinniger ist und das Ganze einfach viel effizienter macht. So, das heißt, wir haben das Problem, also ich mache es so, ich muss von vielen Waffen, habe ich 4, 5 Varianten, weil ich mich einfach auch an mein Team anpassen will. Sowas wie zum Beispiel meine Waffe mit Störfaktor. Wenn ich mal in einen Spitzenreiter reingehe, nehme ich halt auch meine Waffe mit Störfaktor mit. So, weil ich einfach damit das Team supporte. Und es kann ja nicht sein, oder Moment, das ist eine Problematik an dem Platzproblem. Also das Problem ist das Platzproblem und es gibt mehrere Probleme, die das verursachen. Das ist einmal das, was ich gerade beschrieben habe. Wir müssen mehrere Walls eigentlich verwahren, wenn wir für jede Situation gewappnet sein wollen. Problem Nummer 2. Irgendwann kommt Bungie daher. Man hat es gesehen, als die 120er im Buff bekommen haben. Sagt, dieser Archetyp ist jetzt Meta und die Leute haben die Waffen dann nicht mehr. So, wenn wir immer danach gehen, wenn wir nur das behalten, was Meta ist, hätten wir natürlich kein Platzproblem. Aber dann kommt Bungie daher und dann kommt Bungie daher. Und sagt, wir buffen jetzt diesen Archetyp.
Und zack, ärgert sich jeder, der der Waffen dieses Archetypen gelöscht hat, weil sie halt einfach schlecht waren zu der aktuellen Zeit. Das heißt, das ist Problem Nummer zwei. Wir müssen auch immer vorausschauend denken und immer im Sinn haben, ey, Bungie bufft mal ganz gerne was oder nerft mal ganz gerne was. Wir müssen es einfach mal behalten. So, das ist Problem Nummer zwei. Ein anderes großes Problem, was dieses Platzproblem erzeugt, ist, wir müssen ja auch unsere Rüstung behalten. Und da rede ich jetzt nicht mal von den legendären Varianten. Man hat ja auch immer so die man hauptsächlich spielt, hat man auf dem Charakter. Aber wir müssen jedes verdammte Exo in den Tresor stopfen. Weil, wenn wir das Exo haben, ja, wir können das aus der Sammlung ziehen. Aus der Sammlung ziehen können wir es aber nur mit 48 Gesamtstats. Ich glaube, es sind 48. So, und wenn du jetzt ein 69er Exo bekommen hast, und auch wenn du es nicht spielst, dann löscht man das doch nicht. Man löscht ja kein, sagen wir, das ist perfekt gewollt. Du löscht das doch nicht, um dir hinterher ein Scheiß-Exo oder beziehungsweise ein Exo mit Scheiß-Gesamtstats herauszuziehen. Das macht man ja einfach nicht. Das heißt, wir brauchen auch den ganzen Platz noch zusätzlich für unsere Exo-Rüstung. Und da geht es nicht nur um Rolls, sondern da geht es dann auch um Exos, die du vielleicht gar nicht spielst. Aber irgendwann könnte es sein, so wie Bungie mit der Glückshose. Ja, wir buffen jetzt die Glückshose, ja, alles klar. Oh, ich habe gar keine Glückshose. Ah, ich habe die ja im Tresor, weil ich habe ja vorausschauend gearbeitet und habe sie da liegen lassen. So, das ist ja auch ein großes Problem. Und dann kommt noch hinzu, wenn man alle drei Charaktere spielt, wie der Großteil der Destiny-Spieler, müssen wir das auch für alle drei Charaktere machen. Und das ist überhaupt nicht mehr möglich. Also für einen Warlock habe ich das, ja, ich habe alle Warlock-Exos, weil Warlock ist halt mein Main-Charakter. Aber ich habe genauso gut Titan und genauso gut Jäger-Exos da liegen. Aber da hauptsächlich die Meta-Items oder Items, wo ich mir denke, ja, das könnte in der und der Situation zu gebrauchen sein. Oder das hat vielleicht noch Potenzial, wenn das mal gebufft wird oder sowas, das zu behalten. So, und dann haben wir jede Season dieses verdammte Problem, dass wir vor unserem Tresor stehen. Wir bereiten uns für das nächste DLC vor, wir machen unsere wöchentlichen Beutezüge und wir misten den Tresor aus und wir stacken Ressourcen hoch. So, und dann stehen wir da. Und dann zwingt Bungie uns tatsächlich, Sachen zu löschen, die wir nicht löschen wollen. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck eines Looters sein. So sehe ich das. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin da echt gespannt, wie ihr das seht und wie ihr das Ganze handhabt. Aber mich stört das jedes Mal. Und das ist für mich eines der größten Probleme. Der größten Probleme. Gehen wir jetzt mal davon aus, das ganze Recycling von Destiny 1 Waffen und dies und das und tralala. Ja, sind alle Sachen, kann man sich drüber aufregen. Wobei bei manchen Waffen sind natürlich die Leute auch froh, dass sie wieder zurückgekommen sind. Ja, man kann sich über vieles aufregen. Ah, ein Dungeon kostet jetzt einen Zehner und hast du nicht gesehen und hier und da. Aber was mich persönlich am meisten stört, dass ich jedes Mal im Endeffekt kastriert werde, was das angeht, dass ich meinen Loot nicht mitnehmen kann. Ja? Oder ich kann ihn mitnehmen, aber ich muss ihn hinterher halt löschen. Weil Bungie sagt, Alter, wir haben nur 500 Platz. Und das geht überhaupt nicht. Alle Rüstungen für alle drei Charaktere. Plus Waffen mit Rolls für PvP und PvE, plus Rolls, die man für gewisse Aktivitäten gebrauchen kann, die man aber nicht hauptsächlich spielt. So, und das ist das, diese drei Probleme zusammen ergeben halt dieses große Grundproblem. Wir haben fehlenden Platz im Tresor. So, und jetzt kommt Witch Queen. Witch Queen bekommt ein Crafting-System, wir kriegen eine neue Melee-Waffe, wir bekommen wieder neue Waffen und dann stehen wir wieder da vor dem Tresor. Wir bekommen neue Rüstung, etc. pp. Gut, Rüstung, wenn man sie nur fürs Transmog haben will, kein Problem, kann man ja löschen, kann man dann trotzdem als Skin benutzen. Aber jetzt zum Beispiel, beste Beispiel, Großmeister Dungeon, den Scheiß musst du auch wieder aufheben. Ja, weil da hast du dann halt Rüstung mit einem Extra-Slot. Und wenn du das mal gebrauchen kannst und wenn du mal vielleicht irgendwie in den Spitzenreiter reingehst mit Handschuhen, wo du dann drei Champion-Mods reinpacken willst, weil du das Ganze vielleicht solo spielst und es ist ein Spitzenreiter, wo alle drei Champion-Varianten vorkommen, gibt dir natürlich ganz neue Möglichkeiten. Musst du also auch aufheben. Also ihr merkt, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Für mich auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir zu den Lösungen. Was könnte Bungie denn machen? So, und da habe ich zwei Lösungen, wobei also ich denke, eine wird relativ kompliziert werden, aber die andere sollte eigentlich total leicht umzusetzen sein. So, und ich sage jetzt meine Lösung und dann würde ich mir wünschen, wenn ihr eure Lösung
einfach mal in die Kommentare schreibt, weil es interessiert mich einfach mal, wie würdet ihr dieses Problem lösen? Ist es vielleicht kompliziert oder ist es wahrscheinlich gar nicht schwer umzusetzen? So, und der nächste Step wäre dann zu gucken, ob wir irgendwo Gehör finden und dass da vielleicht mal was passiert. Weil, wie gesagt, ich sehe das wirklich selten, dass dieses Problem angesprochen wird. Und ja, wir werden wahrscheinlich zu klein sein im deutschsprachigen Raum, aber es lag mir trotzdem auf der Seele und weil wir da letztens im Stream da schon anderthalb Stunden lang meine Waffen da aussortiert haben und ich mich dann wirklich von Sachen trennen musste, wo ich es eigentlich gar nicht von wollte, habe ich mir gedacht, wir sprechen darüber. Also, meine Lösung. Wir machen einfach ein Tresor, oben ein Reiter Waffen, oben ein Reiter Rüstung, so wie man das zum Beispiel bei Ishtar-Kommando hat. Man geht auf Rüstung, aber man geht auf Waffen. Und beide haben 500. Das heißt, wir haben einen Tresor mit 500 Plätzen für Waffen, was, wenn die Rüstung da raus wäre, definitiv managebar wäre. Ja, es könnte immer noch besser sein, aber das wäre definitiv managebar. So, und der zweite Reiter, Rüstung, da können wir alle unsere Rüstung reinpacken. Das heißt, wir hätten gar kein Problem mehr, wir könnten alle Exos aufheben, auch wenn sie gerade keine Meta sind, auch wenn sie vielleicht für den Charakter sind, den wir sonst nicht spielen, und dann können wir die da reinpacken. So, das wäre eine Problemlösung, wo ich denke, die ist jetzt nicht so schwer umzusetzen für Bungie. Sollte jetzt eigentlich kein Problem sein, da 500 Plätze zuzugeben, oben einen Reiter, Waffen, Rüstung, fertig ist der Lack. Ich erwarte gar nicht mal, dass wir noch einen zusätzlichen Tresor kriegen für unsere Ressourcen. Das kriege ich meistens gerade eben so gemanagt im Inventar, wobei das auch schon immer relativ knapp ist, aber die kann man ja auch zur Not in den Tresor mitpacken, was ja dann, wenn wir Rüstung und Waffen aufteilen könnten, nicht mehr das Problem sein sollte. Aber das wäre zumindest erstmal die erste Lösung, die ich vorschlagen würde. So, dann gäbe es noch als zweite Lösung für mich, wenn wir Waffen haben und die zerlegen, dann kommen sie in unsere Sammlung, also da sind sie ja sowieso schon drin. Aber so wie wir sie zerlegen mit den Perks, können wir sie auch so aus der Sammlung ziehen. So, und zwar nur in der Kombination. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen komplizierter und der Aufwand dafür wäre wahrscheinlich zu krass, das so umzusetzen. Aber man geht dann im Endeffekt auf die Sammlung und dann plöppt die Waffe, so wie wir sie schon mal hatten, in den Perk-Kombinationen auf. Aber da denke ich einfach, das Problem ist, die Liste wird irgendwann zu lang werden, weil es gibt viele verschiedene Perk-Kombinationen. Ich meine da auch noch nicht mal die ersten beiden Slots, also Visiere und Magazine oder sowas, könnten meinetwegen sogar wegbleiben. Klar ist das immer blöd für PvP, weil dann willst du noch wegen verbesserten Geschossen etc. pp. Aber die letzten beiden Perks, dass du da, wie haben wir hier zum Beispiel Auskommen Demolierer, hier hast du dann Auskommen Toben oder sowas und so kannst du die rausziehen. Oder du gehst auf die Waffe drauf, in der Sammlung quasi, und kannst dann die Perks, die du hast, auswählen. Wenn du zum Beispiel, sagen wir, du hast schon mal Auskommen und Demolierer gehabt und Auskommen und Toben. Da gehst du auf die Waffe in der Sammlung, klickst auf Auskommen und dann zeigt er dir, was du dazu noch haben kannst. Wäre dann in dem Fall zum Beispiel Demolierer und Toben. Dann suchst du eins davon aus und fertig ist der Lack. So, natürlich muss man jetzt gucken, wie wird das jetzt mit dem neuen Crafting-System in Witch Queen. Das ist natürlich noch eine andere Sache. Müssen wir mal gucken, ob das Ganze vielleicht so ein bisschen entschärft, weil wir dann uns selber unsere Waffen craften können. Aber das wäre halt noch eine Lösung. Und bei den Rüstungen, da wird es dann halt ein bisschen schwierig. Weil sagen wir jetzt zum Beispiel, du hast irgendwie ein Phoenix-Protokoll mit 58 schon bekommen, mit 69, mit 65, sodass du dann quasi auf das Exo gehst in der Sammlung und dann plöppen die da drunter auf, deine Walls, die du schon hast, und dann kannst du es so rausziehen. Aber da wäre halt auch wieder das Problem, da man ja mittlerweile sehr viele Exos bekommt in Destiny, hättest du wahrscheinlich irgendwann eine ellenlange Liste. So. Ja, und jetzt das irgendwie mit Schiebereglern, dass du dir selber zurechtziehen könntest, so wie es wäre, das wäre auf jeden Fall, da wäre der Aufwand wahrscheinlich zu groß. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber das wären so meine beiden Lösungen, wobei ich jetzt sage, eine wirklich realistische, so wie ich das sehe, wäre halt diese Option. Splitte den Tresor in 2x500, einmal ein Reiter Rüstung, einmal ein Reiter Waffen und dann ist das Problem doch gelöst. Weil Bungie kann doch nicht in einem Loot-Shooter von uns verlangen, dass wir jedes Mal den Loot, den wir uns erfarmt haben, ergrindet haben, manche Walls, da warst du einfach ewig lange für zugange und dann kann Bungie doch nicht verlangen, jede Season, ihr müsst was löschen, ihr müsst euch leider davon trennen. Ey, das macht kein anderes Spiel. In Division zum Beispiel, da hast du deine Bibliothek. So, da packst du dir den Wall, den zerlegst du und dann hast du es so in der Bibliothek und kannst es so auch wieder da rausziehen. Ja, oder Elder Scrolls Online, gut, ist natürlich jetzt ein anderer Vergleich. Es ist halt ein MMORPG.
wo auch ganz, ganz viel Arbeit drinsteckt oder sowas, aber da kannst du es dir halt auch so rausziehen. Oder du kannst dir die Perks, du kannst deine Trades halt ändern. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wie das mit der Schmiede läuft, mit Witch Queen, was da alles dann für Optionen kommen, was wir dann alles machen können mit den Waffen. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Vielleicht entschärft das ganze Problem wirklich ein bisschen. Aber aktuell sehe ich das als Riesenproblem, weil es geht immer weiter und irgendwann ist man an diesem Punkt, dann hast du 400 Plätze belegt und davon kannst du nichts mehr löschen. Weil du dir einfach sagst, es geht nicht. Die eine ist zwar gesunsettet, ist aber meine Lieblingshandcam gewesen. Die eine ist ein Godwall. Die eine kann ich immer dafür spielen und dafür spielen. Und irgendwann kommt dieser Punkt. Weiter geht's nicht. Wenn ich das vergleiche, so die ganzen Seasons über, wie sich das immer weiter gestapelt hat und ich immer mehr an diesem Punkt kam und ah, jetzt na, muss ich das wieder löschen, muss ich das wieder löschen. Nee, Leute, das ist für mich aktuell eines der größten Probleme. Deswegen wollte ich das hier mal ansprechen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, ihr macht alles schön mit und schreibt mal eure Lösung. Vielleicht hat ja der ein oder andere so ein Ding, wo du denkst, so, ey, das wär's, das wäre ja mega, mega easy. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. Und nochmal ganz kurz was Organisatorisches wegen Twitter. Also da sind jetzt schon ein paar sind darüber gekommen. Also bei Twitter einfach ganz normal auch mit Tucker und YT hinten dran. Weil ich ja da die Embleme verlosen will. Ich will jetzt noch ein paar Tage warten, dass noch ein paar Leute nachrutschen können. Ich werde natürlich auch mal bei Twitch im Stream halt ein Emblem verlosen, aber weil ich es hier bei YouTube nicht kann. Also nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, man kann bei YouTube wohl keine Privatnachrichten schreiben. Das heißt, derjenige, der dann gewinnt in den Kommentaren, kann mir nicht persönlich schreiben, sodass ich ihm auch den Code geben kann. Ja, und ja, deswegen wäre das ganz cool, wenn er da bei Twitter noch vorbeischaut und ansonsten, ja, der Discord, den werde ich jetzt mal wieder verlinken. Habe ich die letzten Videos vergessen. Da sind wir ja auch schon knapp 80 Mann. Da dürft ihr auch gerne beitreten. Da haben wir jetzt auch die Tage immer mal wieder Leuten dann bei Spitzenreiter geholfen, die das noch brauchten zum Vergolden für den Eroberertitel. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ansonsten habe ich die Tage mal wieder ein bisschen gestreamt. Ich werde jetzt nächste Woche, werde ich auch ein bisschen mehr streamen können, weil ich da dann auch Urlaub habe. Und da werden wir auch ein bisschen mehr dazu kommen. Witch Queen Vorbereitung, da werden wir halt auch noch ein bisschen was machen. Wir müssen jetzt die Tage, werde ich dann in meinem Tresor noch Rüstung löschen müssen, weil ja, ich habe jetzt 452 von 500, aber ich kenne mich, ich weiß, mit Witch Queen wird das Ganze wieder ganz, ganz schnell voll werden und da will ich diesmal noch ein bisschen gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen runterkomme, wenigstens auf 440 oder sowas, das würde mir schon reichen. Dann habe ich erstmal 60 Plätze und habe erstmal ein bisschen Luft. Ja. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt auch mal interessant. Ist jetzt mal nicht irgendwie, macht mal dies und macht mal das und sammelt mal dies und sammelt mal das und das ist die beste Waffe. Aber ich finde, das gehört auch mal dazu, einfach mal Probleme anzusprechen und sich mit der Community auszutauschen. Was haltet ihr davon und wie denkt ihr, könnte man das Problem am besten lösen? Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Restwochenende. Und wobei das ja jetzt eigentlich schon vorbei ist. Also wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Spaß beim Arbeiten oder in der Schule oder was ihr sonst noch macht. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!